Von den 7 in Güstrow ansässigen Galerien gehört die von Kerstin Klevenow betriebene Galerie 21 in der Hackeböcker Straße zu den flächenmäßig kleinsten. In ihrer jüngsten Ausstellung, die am vergangenen Sonnabend eröffnet wurde, präsentiert die Galeristin große Namen. Zu sehen sind Skulpturen, Fotografien und Zeichnungen. Schon bei der Vernissage finden die Skulpturen und Plastiken des ukrainischen Bildhauers Wladislaw Wolosenko das Interesse der zahlreichen Besucher. Der Künstler stellt sich kurz vor. Seine Frau, Zinaida, übersetzt. Я останній з покоління бебі-бумерів, скажу. Я народився в 64-му році. І, ну, все своє життя я в Києві. Тоді після закінчення академії я переїхав в Канаду. І в 2008 році я вернувся назад до Києва. Er ist der letzte von Baby Boomer und ist in Kiew geboren. Also dann nach der Akademie, Kunstakademie of Art in Kiew, ist er nach Kanada umgezogen. Und im 2008 nach Kiew zurückgekehrt. Und jetzt arbeitet er in Neubrandenburg. Er hat da einige Werkstatt und schafft Skulpturen nicht nur aus Holz, sondern aus Stein, Marmor und Granit. Die Werke Wolosenkos sind in der ganzen Welt in Privatsammlungen, im öffentlichen Raum und in Museen zu finden. In seiner Vita finden sich Ausstellungen im Nationalmuseum in Kiew, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in verschiedenen Städten der USA. Nicht minder bewegt ist das Leben des Fotografen Günter Knop. Also, mein Name ist Günter Knop. Ich bin Fotograf. Meine Kunst ist Aktfotografie, wie sie hier an der Wand hängt. Ich habe 35 Jahre gearbeitet in New York. Und dann habe ich 6 Jahre in Neubrandenburg gearbeitet. Jetzt bin ich nach Grasbeck bei Bremen gezogen und arbeite dort weiter in diesem Metier. Und habe ein Buch rausgebracht, Günter Knop on Women, ist ausverkauft. Jetzt planen wir das zweite Buch. Und ja, Damen, die Interesse haben, von 21 bis, solange sie laufen können, sind immer gern gesehen. In seiner Karriere als Aktfotograf hatte Günter Knop über 1000 Frauen vor seiner Linse. In seinen Shootings überlässt der Künstler nichts dem Zufall. Akribisch genau setzt er die Frauen, die er ablichtet, in Szene und achtet dabei genau auf Licht, Formen und Linien. Sein Anliegen ist es, die Schönheit und Stärke der Frau auf ästhetische Weise zum Ausdruck zu bringen. Die vergleichsweise kürzeste Anreise zur aktuellen Ausstellung in der Galerie 21 hatte Ralf Mierke. Mein Name ist Ralf Mierke, gelernter Bauingenieur und zeichne seit gut 20 Jahren Landschaften vorwiegend und auch Stillleben. Angefangen habe ich mit dem Zimmermannsbleistift, bis ich dann gemerkt habe, da sind Grenzen. Und dann habe ich natürlich die Auswahl an Bleistiften vergrößert. Und dann sehen wir ja hier einige meiner Werke. Also Ausstellungen hatte ich schon in Berlin gehabt und in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja. Ja, Motive meistens, Landschaften und natürlich auch so ein bisschen Fantasie. Also wenn ich meinen Lothar da hinten sehe, das ist schon, ja. Begonnen hat der Autodidakt Ralf Mierke mit Ölbildern. Mit den Jahren spezialisierte er sich auf Zeichnungen mit Blei oder auch Buntstiften. In der Galerie 21 sind es besonders die in der Landschaft und Natur gemachten kleinen Beobachtungen, die beeindrucken. Auch Ralf Mierke kann eine lange Liste von Ausstellungen vorweisen. Was veranlasst Künstler, die teilweise in großen und namhaften Galerien ausstellen, ihre Werke in Güstrow zu zeigen? Die Galerie interessiert mich sehr. Größe spielt absolut keine Rolle. Es ist das Publikum, was wichtig ist. Und ich bin überrascht, in diesem Ort so viele Galerien zu sehen, wo ich... Was mir eben halt fehlte in Neubrandenburg, da haben wir eine Pop-up-Galerie organisiert, die sehr erfolgreich war. Es ist das Publikum, was wichtig ist. Und ich möchte überall zeigen. Ich bin offen für jeden anderen Ort, weil ich meine Kunst liebe.
Güstrow. Güstrow, для мене Güstrow, я зразу запитав, де тут є Барлах? І, ну, всі знали, моя родичка знала, що Барлах в Güstrow. І я це не перший раз, я, мабуть, в Güstrow вже шостий раз, я приїжджав в церкву, в фундацію Барлаха, дивився. І тоді Гюнтер сказав: Влада, ти не хочеш зробити виставку в... Also, als Vlad nach Güstrow gekommen, hat er gefragt, wo ist Balch? Und er ist sehr inspiriert von ihm und hat einen Fotografer gefragt, wo kann ich ihn sehen und seine Werke. Und er ist sehr glücklich, dass er kann hier eine Ausstellung machen in der Nähe von Balch, in der Nähe von dieser Ort. Ja, genau. Ja, ich finde den besonderen Reiz an kleinen Galerien finde ich toll. Punkt eins, man kommt auch wirklich mit den Gästen ins Gespräch, man kommt auch mit den Galeristen ins Gespräch. Und diese kleinen Galerien sind ja auch so, wie soll ich sagen, familiär oder intim geführt. Und das ist natürlich der große Vorteil gegenüber richtig großen Galerien. Mit der aktuellen Ausstellung geht Galeristin Kerstin Kleve nur neue Wege. Waren es bisher Menschen aus der Region, die ihre Werke in der Galerie 21 zeigten, so suchte sie nun auch den Kontakt zu international erfolgreichen Künstlern. Ja, das ist ein bisschen erstaunlich, ne? Weil Güstrow ist eine Kleinstadt und hat ja nur 30.000 Einwohner. Und ja, am renommiertesten ist wahrscheinlich der Bildhauer. Aber der freut sich, dass er in der Barlachstadt Güstrow ausstellen darf, denn er ist ein ganz großer Verehrer von Ernst Barlach. Er bewundert seine Skulpturen und hat auch schon die Barlach-Gedenkstätten hier in Güstrow besucht. Ja, und Günter Knop ist natürlich auch ein Künstler mit internationalem Renommee. Wir kennen uns schon sehr lange. Er war schon da, als ich meine Galerie eröffnet habe, vor, ja, wann war das, 2,5 Jahren. Und ja, es gibt hier eine lange Warteliste und nun ist er endlich dran. Neben der aktuellen Ausstellung sind im hinteren Teil der Galerie 21 Werke von weiteren 16 Künstlern zu entdecken. Darunter eine Skulptur von Thomas Lehnig, Träger des Kunstpreises Ökologie der Barlachstadt Güstrow. Geöffnet ist die Galerie 21 dienstags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs von 12 bis 16 Uhr. Über Telefon 0152 2694 3281 kann man auch einen individuellen Besuchstermin vereinbaren.